Klänge von Udo Lindenberg. Hier ist die WWA-Weltmeisterin aus Hamburg, Susi Kekilian. Meine Damen und Herren, liebe Boxsportfreunde, bitte erheben Sie sich von den Plätzen, die Nationalhymnen. Die Nationalhymne werden Ihnen präsentiert von Semine Arab. Meine Damen und Herren, Care Energy, Ketika Promotion und Sport 1 präsentieren Ihnen den Hauptkampf des heutigen Abends. 10 Runden WBA, WIBF und GBU Weltmeisterschaft der Damen im Fliegengewicht. Das Gewichtslimit 50,8 Kilogramm. Ich darf Ihnen zunächst die Offiziellen dieser Weltmeisterschaft vorstellen. Die beiden Supervisor aus Deutschland, Thomas Pütz und Jürgen Lutz. Sollte der Kampf über die volle Distanz gehen, sind die drei Punktrichter. Jean-Louis Legrand aus Frankreich, Crésis Morata Garcia aus Spanien und Andrei Balisov aus der Ukraine. Meine Damen und Herren, kommen wir nun zur blauen Ecke. Sie ist 25 Jahre alt, brachte gestern beim Wiegen 50,7 Kilogramm auf die Waage und misst 1,53 Meter. Sie ist Profi seit 2009. Ihr Kampfrekord: 23 Kämpfe, 17 Siege, 8-mal gewann sie durch K.O. Begrüßen Sie aus Tlalnepantla, Mexiko, Susana Cruz Perez! Meine Damen und Herren, und nun die rote Ecke. Sie ist 28 Jahre alt, brachte gestern beim Wiegen genau am Limit 50,8 Kilogramm auf die Waage und misst 1,55 Meter. Sie ist Profi seit 10 Jahren. Sie ist Profi seit 2005. Sie hat einen Kampfrekord, beachtliche 37 Kämpfe, 34 Siege, 17 Mal gewann sie durch K.O. Sie ist die Killer Queen aus Hamburg, die amtierende WWA-Weltmeisterin im Fliegengewicht. Hier ist sie, Susi Kekilian. Meine Damen und Herren, Ringrichter dieser Weltmeisterschaft ist Giuseppe Cantarone aus Italien. I want a clean fight, okay? Good luck. Hallo. Hallo und herzlich willkommen am Ring in der Wilhelmsburger Inselparkhalle zu einem neuen Abschnitt in der ohnehin schon turbulenten Karriere von Susi Kekilian. Die Hamburgerin ist nach Engagements bei verschiedensten deutschen Boxstellen unter anderem Spotlight, SES und Sturm Promotion zu dem Schluss gekommen, das Beste ist es, das Schicksal selbst in die Hand zu nehmen. Heute also der erste Event unter Eigenregie der Kekilian Promotion und dabei trifft sie, wir haben es gehört, auf die Mexikanerin Susana Cruz Perez. Und bei mir freue ich mich, die Boxkönigin schlechthin in Deutschland begrüßen zu dürfen, Regina Halmich. Hallo Matthias. Lange her, dass wir beide das Vergnügen hatten, ne? Ja, wir haben schon lange nicht mehr miteinander zu tun gehabt, beziehungsweise zusammen kommentiert. Umso mehr freue ich mich jetzt natürlich auch hier bei dem Kampf dabei sein zu dürfen, den jetzt Susi Kekilian hier bestreitet. Wir sind ja gut befreundet und ich bin gespannt, wie sie drauf ist. Man sieht ja jetzt gerade schon am Anfang, es scheint so, als wäre sie wieder die Alte. Also sehr ungestüm, wild, aber dennoch mit einer guten Boxtechnik ausgestattet, explosiv, schnell. Das ist der Stil von Susi und sie hat ja gesagt, das hat sie so in der letzten Zeit, in den letzten Kämpfen ein bisschen vermisst. Schön, ja, die Rechte, genau. Schöne, ja. Rechte, ja. Und der Name Killer Queen, der kommt ja nicht von ungefähr, den hat sie ja nun auch sich erarbeitet durch ihre vielen vorzeitigen Erfolge, gerade zu Beginn ihrer Karriere. So ist es. Ich meine, sie hat eine K.O.-Quote über 50% und das ist in dieser Gewichtsklasse schon beeindruckend. Ja, jetzt versucht auf die Leber der kleinen Susana Cruz Perez zu kommen. Die kommt ja mit einem Erfolgserlebnis im Gepäck hier nach Hamburg. Sie wurde in Reims WBF-Weltmeisterin im Minimumgewicht.
Und das gegen die Französin Anne-Sophie da Costa. So, wir kommen wieder zurück, pünktlich. Die Kentikian gleich wieder da. Auf dem Vormarsch Richtung Susana Cruz-Perez. Ja, das ist auch ihr Stil. Mit ihren schnellen, explosiven Händen, sie bestimmt den Kampf. Auch schön die Rechte wieder durchgekommen. Also, die lässt natürlich ihre Linke da schön hängen und das nutzt die Kentikian jetzt wunderbar aus. Ja, man sieht einfach, Susi ist viel schneller, viel beweglicher und auch explosiver. Ja, sie kommt aus dem Minimumgewicht der untersten Gewichtsklasse und hat sich gerade Muskeln zugelegt, wie man sieht. Das ist richtig. Also ich glaube, dass die Susana Cruz-Perez genau die Gegnerin ist, die Susi jetzt braucht. Und jetzt sind sie gerade mit den Köpfen aneinander gerauscht und wieder ein Cut. Ach, das ist immer sehr unglücklich. Susi Kentikian. Er hat gesagt, accidental Headbutt, also unabsichtlicher Kopfstoß. Ja, aber das ist jetzt wirklich sehr schade, denn es ist in der zweiten Runde und schon eine blutende Wunde. Das kann natürlich sein, dass das jetzt die Sicht von Susi beeinträchtigt. Aber das Blut fließt am Auge vorbei, was man so sehen kann. Also ich glaube nicht, dass es groß behindert. Vielleicht auch eine psychologische Sache eher. Sie hat ja schon mal einen Kampf verloren. So ist es. Susi hat viel Runde. Erfahrung mit diesen Cuts. Und, nicht verloren, sondern No Contest gab es damals. Ja. Und das kann natürlich sein, dass es ja in ihrem Kopf da wieder wild hinterhergeht, ach, schon wieder dieses Cut, aber wie macht sie es jetzt? Sie macht es ganz gut, sie macht erstmal versucht, das Ganze hier ruhig über die Bühne zu schaukeln und da sieht man auch mal, wie begrenzt eigentlich die boxerischen Mittel von Susana Cruz-Perez sind, gerade bei diesem versuchten Angriff, das war natürlich gar nichts, auch hier viel zu weit weg von Kentikian, die ist zu schnell und ganz langsam kommen da die Schläge von Cruz-Perez. Ich denke, Susi Kentikian kann weitermachen. Jetzt sitzt Susi Kentikian direkt vor uns. Olaf Schröder versucht jetzt mal dieses Cut hier erstmal zu schließen. Kommt da rein Adrenalin natürlich ein bisschen, ne? Das ist richtig, da kommt Adrenalin rein. Aber ich sehe schon in dem Gesicht von Susi, das ist schon störend. Wie du eben sagst, das ist auch einfach eine psychologische Sache, wenn man weiß, man hat diese Verletzung. Und ja, ich wollte eben gerade andeuten, eigentlich kann Susi von der Klasse, von der Qualität, kann die Gegnerin bis jetzt nichts entgegensetzen. Und es ist genau die richtige Gegnerin eigentlich für ihren Comeback-Kampf. Sie möchte ja unbedingt glänzen und möchte es allen zeigen, ihre eigene Promotion jetzt. Das ist schon eine sehr aufregende Sache, was da auf ihr lastet. Und ich hoffe, dass sie jetzt die Linie behält und ruhig bleibt. War ja auch gegen eine Mexikanerin, gegen Arely Musino, als es Snow Contest gab nach diesem Cut in der zweiten Runde. Und es lastet natürlich auch einige große Bürde da auf sie, weil das Boxen soll ja nicht zuletzt mit ihr wieder nach Hamburg zurückgebracht werden, wie wir gehört haben. Das ist richtig. Sie möchte das Frauenboxen wieder salonfähig machen, wieder aufblühen lassen und rein boxerisch hat sie einfach das Zeug dazu. Das ist Werbung für den Frauenboxsport, auch wenn jetzt, wie man schon sieht, in den ersten beiden Runden die Gegnerin meiner Meinung nach nicht die Klasse von Susi Kentikian hat. Aber sie wird zäh sein. Ja, das setzt jetzt nach und das sind Schwierigkeiten. Die Cruz-Perez. Ja, da hat sie alle Fäuste voll zu tun. Und Susi Kentikian setzt jetzt alles auf eine Karte hier. Ja. Da geht er dazwischen. Der man sieht, Susi möchte das, den Kampf beenden. Ja. Ich bin mal gespannt, wie oft sie so einen Schlaghagel dann auch wegstecken kann. Also man sieht zumindest, dass Perez gute Nehmerqualitäten hat. Den ersten Schlaghagel hat sie über sich ergehen lassen und hält noch tapfer gegen. Aber sie hat natürlich auch gar keine Schlaghärte, wenn man, was man so sieht. Da. Ja, man sieht einfach diesen Unterschied, die boxerische Klasse. Ja.
da liegen dann doch Welten dazwischen. Nein, die Niederlagen, die sie bisher erlitten hat, die Cruz Perez, waren alles gegen spätere Weltmeisterin, gegen Jessica Chavez, heute Championess im Fliegengewicht auch. Da jetzt nochmal die Linke immer zum Körper gezogen, aber auch die Runde hat sie überstanden. Vierte Runde, auch die Girls können sich hier natürlich sehen lassen in Hamburg. Darf man ja auch mal sagen, ne? Absolut. Aber um nochmal auf Weltmeisterinnen zurückzukommen. Also das ist beim Frauen ganz schwierig. Es gibt inzwischen leider so viele Verbände, dass man überhaupt nicht mehr durchsteigt. Und wenn jemand einen Titel hat, dann heißt es noch lange nicht, dass da Qualität ist. Und deswegen, denke ich, sieht man jetzt auch wirklich, dass Susi den Titel im Fliegengewicht hält. Und alle anderen Gegnerinnen, die da kommen, selbst wenn sie Titel haben, man merkt einfach diesen Unterschied. Ja, die Boxschule ist eine ganz andere, die Schlagführung. Also man merkt, dass Susi diese Schule einfach genossen hat und auch eine erfolgreiche Amateurboxerin war. Ja, man ist natürlich auch die Lage so, dass alle Verbände mittlerweile merken, oh, mit dem Frauenboxen können wir Geld verdienen. Ne, früher gab es 3-4 Verbände. Dein WIBF, den du da gefühlte 50 Jahre innehattest. Ja, da gab es zwei Verbände. Und das reicht auch und für heute, die Anzahl der Boxerinnen. Heute gibt es 20. So ist es, ja. Sehr gut, schnell auf den Beinen, Susi Kentikian. Kaum mal die Chance hier für Cruz Perez da groß schlagtechnisch zum Erfolg zu kommen. Ja, und sie hat jetzt auch wieder die Übersicht, sie ist ruhig und explodiert dann im richtigen Moment. Und Schröder hat die Sache gut in den Griff gekriegt hier mit dem Cut, also es scheint, dass jetzt das Blut da gestillt ist. Ja, ich denke auch, das war eine Schrecksekunde und sie hat ja Gott sei Dank auch einen guten Cutman in ihrer Ecke. Und ich denke, jetzt sieht man ja auch, sie ist wieder ganz konzentriert, fokussiert und macht ihre Sache sehr gut. Jawohl, 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 weiter. Ein zweiter Tag. Jawohl, schneller. Sehr gut gemacht. Sie ist ja auch ein Jahr nicht im Ring gestanden, das darf man mal nicht vergessen. Und nach so einer langen Pause braucht man erstmal wieder ein Stück weit Selbstsicherheit. Ja, nicht nur das, auch Distanzgefühl natürlich. Ne? Natürlich. Schlaggenauigkeit, das ist alles, kann man im Sparring groß trainieren. Im Ring ist natürlich immer alles ganz anders, aber das brauche ich dir nicht zu erzählen. So ist es. So ein bisschen ist die Dynamik jetzt dahin erstmal, ne? War ja eine sehr ruhige Runde. Ja, ich glaube, sie hat jetzt versucht, sich wieder auf ihre Stärken zu besinnen. Sie war, glaube ich, ziemlich aufgeregt nach diesem Cut und ich glaube, sie versucht jetzt einfach Ruhe in diesen Kampf reinzubringen und das ist genau das Richtige. Ich denke, mit ihren präzisen Schlägen wird sie jetzt in der zweiten Kampfeshälfte das Ding ganz klar für sich entscheiden. Vielleicht gelingt ihr sogar ein vorzeitiger Sieg, also ich würde es ihr zutrauen. Hat ja auch einen sehr guten Trainer mit Arthur Gregorian, jahrelang Weltmeister im Leichtgewicht der WBO. Ein super Techniker. Ich denke, er kann ihr auch noch viel beibringen. Ja, sie wird gut betreut, das ist ganz wichtig. Ja, jetzt geht es wieder ein bisschen dynamischer da rein erstmal. Ja, Susi brennt ja auch immer. Sie ist so ehrgeizig und ich kenne sie jetzt schon viele Jahre. Das ist für sie auch nur so eine Zwischenetappe, dieser Kampf. Ihr Anspruch ist es ja wirklich, die Besten und die Größten im Frauenboxen vor die Fäuste zu bekommen. Interessant wäre mit Sicherheit auch ein Duell gegen Jessica Chavez aus Mexiko. Ja, natürlich. Das ist der absolute Superstar. Oder eben vielleicht auch mal eine freiwillige Verteidigung gegen Caroline Schröder aus Deutschland wäre auch bestimmt ganz interessant. Das wird man sehen, aber man sieht sie jetzt gut im Griff. Ja, absolut. Auch kaum Arbeit da für Giuseppe Quantarone aus Italien.
Ja, mal ganz trocken wieder die Rechte da zum Kopf abgefeuert. Hände auf! Geh mal auf! Beweg dich mal ein bisschen. Schön bewegen. Komm, bewegen. Müsste vielleicht ein bisschen mehr über ihre Führungshand wieder kommen, die Susi kennt die gerne. Hat sie jetzt vernachlässigt. Geh mal raus, geh mal weg. Ja, sie bewegt sich gut, ist dann aber zu weit weg von der Gegnerin. Ja, du Winger, was wartest du? Ja, selber vorne. Genau, selber schneller. Da, da. Auf der Innenbahn, da ist sie schön offen, die groß, aber zwei, drei Mal hat es ausgenutzt. Da wäre mehr drin, auch der Zaken vielleicht mal. Ja, ich denke, jede Runde bislang an Susi Kentikian. Aber die stemmt sich da tapfer. Müssen wir mal auf das Frauenboxen ganz kurz eingehen. Ich glaube, weltweit gibt es einen enormen Schub nach vorne. Gerade in Mexiko wird es ja gerade auch von der WBC, von diesem Weltverband, stark gefördert. In Argentinien gibt es wahnsinnig starke Boxerinnen. Absolut. In den USA. Ich habe tolle Boxer. Nur in Deutschland geht es zurück. Ja, das Problem ist ganz einfach, die ganzen Promoter, die vielen kleinen Promoter, die haben eben nicht das Geld, gründen ihren eigenen Verband und nehmen meistens dann irgendeine Gegnerin aus Europa für kleines Geld. Und das ist einfach schade, dass nicht mehr die Besten gegeneinander boxen. Und das hat das Frauenboxen auch so ein Stück weit in die Krise gebracht. Aber man sieht es ja kaum noch, wir haben ja gute Mutti Susi Kentikian, die sagt, dass ich mache das selber, sonst komme ich zu gar keinen Kämpfen mehr. Die Ramona Kühne sieht man kaum noch. Die müssen halt auch im Fernsehen übertragen werden. Ja, klar. Aber die Gegner haben noch Kämpfe. Und entsprechend, denke ich mal, gerät die Frauenboxen so ein bisschen ins Hintertreffen in Deutschland. Ja, ich glaube, man kann es wirklich zusammenfassen, einfach sagen, zu viele Verbände und es müssen einfach wieder die wirklich Besten gegeneinander boxen. Absolut. Das braucht das Frauenboxen. Man sieht jetzt auch, Susi hat sich wieder gefangen, ist jetzt wieder aggressiver. Ja, genau, so spiel bitte. Abstand. Kendo, Susi, Kendo, bitte. Lass mal, Kendo, geh mal raus, geh mal weg. Sie will langsam, geh mal weg. Aber der Cut geht auch immer wieder auf. Also ich glaube schon, dass sie das ein wenig behindert. Und auch so ein Stück weit aus der Fassung bringt. Geh mal weg, geh mal weg. Ja, genau. Komm mal raus, komm mal raus. Komm, sie macht schöne Maidbewegungen, aber jetzt muss der Konter kommen. Ja, sie lässt sich schön ins Leere laufen, dann müsste sie nach vorne gehen und immer eine verpassen, aber das, diesen zweiten Schritt, den lässt sie aus. Ja, also ein bisschen merkt man ihr schon die lange Pause im Ring an. Sie ist gut, sie hat das Duell im Griff, aber sie ist noch nicht ganz die Alte. Und wieder die Cut-Verletzung. Ich habe es gerade eben in der Ecke gesehen. Also das bringt sie schon ein wenig durcheinander. Oh, das ist schön geworden. Jawohl. Ja, sie schüttelt wieder mit dem Kopf. Ja, sie muss sich jetzt konzentrieren. Sie darf sich davon jetzt nicht aus der Fassung bringen lassen. Ich sage immer, der größte Gegner von... Die siebte Runde wird angezeigt, also noch vier Runden. Und ja, sie steht sich da manchmal selbst im Weg. Sie will einfach immer wahnsinnig viel. Und man darf auch wirklich nicht vergessen, sie hat diesen ganzen Kampfabend gestemmt, was da alles dranhängt. Und da ist es manchmal schon echt schwierig, auch den Kopf frei zu bekommen. Also ich glaube, das war nicht einfach. Nee, absolut nicht. Das denke ich auch. Übrigens viele, die so einen neuen Boxstall gründen und dann mal so eine Veranstaltung machen, die sehen erstmal, was es überhaupt für ein Aufwand ist. Man muss sich um die Presse kümmern, man muss sich um das kümmern, ums Hotel kümmern. Man wird angerufen gegen jeden kleinen Punkt. Alles von A bis Z muss durchgeplant sein. Klar, sie hat auch ein gutes Team hinter sich, aber letzten Endes ist sie jetzt die Promoterin. Sie hat auch gesagt, sie unterschreibt und bürgt für alles mit ihrer Unterschrift. Und da gehört schon eine Menge dazu. Ja, absolut. Und musste da richtig ihre Frau stehen.
Ja, der muss weg jetzt von der Ringseil. Das bringt nichts. Jetzt genau diese, genau jetzt wieder mit den Köpfen aneinander marschiert. Ja, das da ist, passieren dann solche Cuts. Das sind ja beide auch gleich groß und beide marschieren nach vorne. Und da kann es eben passieren, dass man mit den Köpfen zusammenstoßt. Aber es ist eben sehr gefährlich. Ja, sobald sie Druck macht, sobald sie nach vorne geht, da wirkt die Großperren immer ein bisschen hilflos. Verliert auch schnell mal die Übersicht in der Aktion. Ja, Susi macht es gut, aber manchmal verliert sie das Konzept. Sie muss noch ein bisschen konsequenter dranbleiben. Gut, diese Körpertreffer, die tun ihr weh, das sieht man. Mit Sicherheit, das macht sie sehr gut. Sie geht zum Körper von Cruz Perez und schließt dann am Kopf ab. Aber sie muss da noch mehr die Übersicht bewahren. Also sie wirkt verbissen. Sie macht auch ein bisschen zu, jetzt habe ich so einen Eindruck. Ja, das hat sie gar nicht nötig eben, genau. Gegen die Gegnerin. So, ich könnte mir vorstellen, was macht er jetzt? Es ist wieder der Cut und das Blut läuft eben in das Auge und das Problem ist, dass man dann auch nichts mehr sieht. Es brennt und das ist schon sehr störend. Giuseppe Caterone hat sich das eben schon mal ganz genau angeschaut und was passiert jetzt? Weiter geht's. Im Takt. Ja, schön abgekontert jetzt die Rechte. Dann stürzt sie nach vorne die Gruße und läuft da voll in diesen rechten Haken rein von Susi Kentucky an. Führungshand, die fehlt mir ein bisschen hier in diesem Kampf. Nochmal wilder Schlaghaken und dann blutet sie natürlich immer sofort. Ja, hat sie gerade zu dir runtergeschaut, die Susi. Ganz klar, ich kenne sie ja schon lange. Die steht sich jetzt wirklich selbst im Wege und sie wird ein bisschen panisch, hektisch. Und da muss sie jetzt in dieser Situation wirklich klar bleiben. Im Grunde genommen muss sie die Sache nach Hause schaukeln. Nach Punkten ist sie Haushof vorne. Nach Punkte also da vorne, da nichts zu tun, aber. Aber wie Gorjan, schaut auch noch mal. Er wird besorgt. Also meiner Meinung nach, ich habe schon ein paar Mal gesagt, müsste sie mehr mit der Führungshand arbeiten, dann könnte die kleine Mexikanerin gar nicht an sie ran. Und wenn sie rankommt, dann kommt die rechte. Sehe ich genauso. Susi hat ja diesmal echt das seltene Glück, dass sie die größere ist. Dass sie die, ja, zwei Zentimeter. Ja, dass sie die längere Reichweite hat. Und sie könnte jetzt lang boxen. Und das wäre auch ratsam, ja, weil sie eben diese Cut-Verletzung hat. Aber ansonsten besteht wieder die Kopf Gefahr, vorne, genau, ja. Man sieht es. Es besteht wieder die Gefahr, dass die beiden mit den Köpfen zusammenrasseln und das Risiko ist einfach zu groß. Das muss sie nicht eingehen. Na, viel zu hektisch. Und sie kennt sich die an jetzt. Sie will natürlich unbedingt, dass sie das Ding hier zu Ende bringen. Noch nicht ganz in ihrer alten Form, aber wie ich eben schon sagte, ein Jahr Pause, das ist eine sehr lange Zeit. Vor allem die Schläge sind früher viel dynamischer gekommen, ne? Ja, sie verliert sich jetzt einfach in den vielen Aktionen. Und das ist einfach dieses, ich will zu viel. Und deswegen nimmt sie jetzt auch Treffer, die sie gar nicht nehmen muss. Ja, die Cruz Perez, die ist zwar boxerisch begrenzt, aber die geht nach vorne wie so eine Dampfmaschine. Ja, also die große Fähigkeit von der Mexikanerin ist, dass sie viele Schläge nehmen, ja, kann und trotzdem weiter nach vorne marschiert. Nehmen ist seliger denn geben. Oh, da ist er voll wieder in diese linke rein.
Push hier von der Mexikanerin. Jetzt hält sie dagegen. Aber viel Wühlerei jetzt und ich denke, Kentucky. So, wir sind gerade unterbrochen worden. Ich denke, Susi ist froh, wenn der Kampf jetzt rum ist. Ich glaube auch. Man spürt, dass eben diese große Last dieser eigenen Promotion, dieses Debüt hier, dass sie es allen recht machen möchte. Und ich glaube, sie ist wirklich froh und da fällt nachher eine große Last von ihr, wenn sie das jetzt dann überstanden hat. Also den Sieg sehe ich überhaupt nicht in Gefahr, denn Perez hat nicht diese Schlagkraft, um den Kampf zu beenden. Man muss nur aufpassen jetzt, dass der Cut noch gut geschlossen bleibt. Ja. Und ich denke, wenn ich sie jetzt beraten würde als Trainerin, würde ich sagen, Susi, schlag einzelne Hände, beweg dich viel und fahr das Ding nach Hause. Vielleicht mal einen Blick auf die Karriere ganz kurz von Susi Kentikian. 2005 wurde sie Profi, 2006 internationale deutsche Meisterin gegen Daniela Graf. 2007 dann eine WBA-Weltmeisterin gegen Carolina Alvarez aus Venezuela. Dann kam der WBF-Gürtel nach einem aufregenden Kampf gegen die Französin Nadia Hock wieder zu. 2009 dann noch der WBO-Titel gegen Julia Shahin und so weiter und so fort. Also es war schon eine beeindruckende Erfolgsserie, die sie hingelegt hat. Absolut. Sie hat sehr viele Erfahrungen gesammelt in den letzten Jahren. Und man darf eins nicht vergessen. Sie war deine Nachfolgerin und wurde natürlich mit allen Aktionen am Anfang immer mit dir verglichen. Das ist ja auch nicht ganz so einfach gewesen. Ne? Naja, klar. Natürlich ist es nicht einfach, aber sie hat ihren eigenen Weg gefunden. Ja, und hat sich durchgebissen. Hat sich da durchgebissen. Und sie ist einfach im Fliegengewicht, ist sie für mich wirklich eine der Besten. Auch wenn sie jetzt heute noch nicht in dieser Form ist, wie wir sie vielleicht kennen. Ja, nochmal Kombination zum Kopf der Mexikanerin. Ja, die holt schon seit 5-6 Runden tief Luft, aber die hält durch. Die hält durch. Sieht immer wieder. Also die Mexikanerin, die schlägt eigentlich schon in Zeitlupentempo. Und Susi muss diese Schläge nicht nehmen. Wenn man die Aktion verlangsamt, dann langt die Sendezeit nicht. So, die rechte nochmal zum Kopf. Naja, auch da hat jetzt wieder mehr Treffer gelandet, Susi Kentikian. So, 10. und letzte Runde, die Championship Round. Da wird nicht groß was mit Touch Darf gemacht, sondern da geht es doch Sache. Ich wollte gerade sagen, Susi soll jetzt einfach noch mal ein paar schöne lange Hände machen und nichts mehr riskieren. Aber naja, sie ist nun mal die Killer Queen und will natürlich auch noch mal in der letzten Runde Vollgas geben. Ja, das hat sie in den Gegner rein, Schläge dann wieder raus. Das mit dem Rausgehen, das hat sie oft vergessen. Es ist ein sehr spektakulärer Stil, aber eben auch gefährlich, wenn man immer nach vorne marschiert. Und da geht sie oft ein ganz großes Risiko ein. Ja, schön, die Rechte, wunderbar.
Ergebnis. Na, also und jetzt kommt noch mal eine richtig schöne Serie. Windmühlenboxen mit den Köpfen schon wieder ganz nah aneinander, die beiden. Ah. Und jetzt hauen sie da, was das Zeug hält. Es wackelt so. Die führt sofort nach vorne. Hat sie ein bisschen Balance verloren, die Mexikanerin. Nochmal die Linke. Ja, vieles dem Zufall überlassen hier bei diesen Aktionen. Die letzten 30 Sekunden in diesem Weltmeisterschaft. Oh, jetzt und noch mal muss ein paar schöne Aktionen. Einiges kassieren, die Susana Cruz Perez. Und dann sind wir nochmal mit den Köpfen sehr aneinander wild, marschiert. Sehr ungestüm. Ja. Und da geht sie glücklich in ihre Ecke, so die Kritik an, die 10 Runden hat sie überstanden, aber... Ah ja, für meinen Geschmack ist sie heute ein zu großes Risiko eingegangen. Ja, absolut. Aber sie hat diesen Kampf gewonnen und das ist ganz, ganz wichtig für sie. Ich denke, da fällt jetzt alle Last von ihr ab und ich sag mal, in 2 Wochen spricht niemand mehr drüber, wie sie gewonnen hat oder ob sie zu hektisch war. Der Punktesieg ist da und alles ist gut. Man darf sich natürlich nicht vorstellen, wenn die Gegnerin natürlich ein bisschen Schlagkraft hat, ne? Und man geht immer so offen auf sie zu. Aber ja, ich sage ja, das war die richtige genau. Gegnerin zum richtigen Zeitpunkt. Ja. Und alles Weitere wird kommen. So, Friede, Freude, Eierkuchen. Jetzt da natürlich in der Ecke von Susi Kentigian. Und du siehst es, sie ist sehr erleichtert. Na gut, sie hat ja auch einige böse Überraschungen auch bei Punkteurteilen erleben müssen. Ne? Ja, ja, eben auch so mit diesem Cut. Genau. Und ich denke, das war für sie wie so ein Déjà-vu. So, wird nochmal alles verarztet hier. Und dann warten wir auf die Urteilsverkündung. Ja, aber ich denke, man kann schon mal sagen, dass dieses Comeback auf jeden Fall geglückt ist. Ja, also da wird es keine Überraschungen geben. Da können wir uns auch auf weitere Kampfabende hoffentlich freuen hier in Hamburg. Ja, also ich denke, beim nächsten Mal wird sie schon sehr viel sicherer sein. Es war ihr jetzt ganz wichtig, dass diese erste Veranstaltung, dass das alles klappt. Und ich denke, da kann sie auch stolz drauf sein. Es werden erstmal die Punktezettel ausgewertet. Ah, der Ringsprecher Inge Rohrbach zwängt sich da durch die Seile. Hat schon mal einen Gürtel dabei. Fehlen es noch 2. Werden es alle hier zusammengesammelt. Susi, Susi ruft. Ach, den Leuten hat es gefallen, habe ich einen Eindruck hier in der Halle. Ja, sie hat viele Fans und die haben sie jetzt heute Abend auch wirklich unterstützt. Und das ist schön. Ja. Na, ja. Jetzt geht sie in die Ringmitte. Ja, und Inge Rohrbach wird uns jetzt sagen, wie sie gewonnen hat, hoffentlich. Meine Damen und Herren, liebe Boxsportfreunde, nach 10 Runden nochmal einen großen Applaus für beide Boxerinnen. Meine Damen und Herren, liebe Boxsportfreunde hier in Hamburg, wir haben ein einstimmiges Punkturteil. Jean-Louis Leclerc scorte den Fight 97 zu 94. Jesus Morata Garcia wertete den Kampf 98 zu 92. Und André Borossov scorte den Fight 97 zu 93. Und damit einstimmige Siegerin der Punkten, alte und neue BBA-Weltmeisterin. BBF-Weltmeisterin und GBU-Weltmeisterin aus Hamburg, Susi, die Killer Queen, Kentigian.
meine Damen und Herren, Ihre Weltmeisterin aus Hamburg, Susi Kettigian. Die Weltmeistergürtel wurden überreicht von Thomas Pütz und Jürgen Lutz. Und keiner weiß, wohin die Reise geht. Susi, the Killer Queen, Kettigian. Ja, meine Damen und Herren, die Worte gebühren natürlich der Weltmeisterin. Dreh dich kurz ein in die Kamera, Susi. Du möchtest bestimmt sicher zur Halle sprechen. Dein Applaus. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Hamburg, vielen, vielen Dank. Dankeschön. Das war eine, im wahrsten Sinne des Wortes, eine Schlacht. Ein riesen Respekt an meine Gegnerin. Die hat bis zur letzten Runde gefightet und nur im Vorwärtsgang. Damit habe ich ehrlich nicht gerechnet. Und deswegen musste ich mich umstellen und meine Kräfte so ein bisschen einteilen. Ich habe es geschafft, ich musste auch kämpfen. Leider war das so ein bisschen, ja, nicht so ganz sauber. Aber bei so einem Kampf muss man einfach kämpfen, schlagen. War wie so ein, fast wie so ein, ja, einen Kopfschuss habe ich noch bekommen und in der zweiten Runde war das, glaube ich. Ich habe trotzdem gesagt, egal, ich muss bis zur 10. Runde fighten. Ich möchte mich einfach nur bedanken an alle, die zugeschaut haben, auch zu Hause, hier in der Halle. Ich möchte Dankeschön sagen an mein Team Kettigian für die Unterstützung, an alle meine Freunde, an einen ganz besonderen Menschen, der heute Abend auch hier ist, der mir und mir geholfen hat. Ein sehr, sehr guter Freund. Albert, vielen Dank für alles. Ich hoffe, du hörst das. Ich möchte einfach, die diese Veranstaltung möglich gemacht haben, möchte ich mich bedanken für alles. Und ja, und ich möchte auch natürlich meinen Sponsor danken, Care Energy. Vielen Dank für diese tolle Veranstaltung. Ja, und euch allen wünsche ich eine gute Nacht. Vielen, vielen Dank, ich liebe euch! Ja, meine Damen und Herren, das war alles gesagt. Nochmal einen großen Applaus für die Weltmeisterin der WBA, WIBF und GBU, ihre Championess!